Auf der D23 sind gestern drei neue Star Wars Trailer erschienen. Neben einem Andor und einem neuen Mandalorian Staffel 3 Trailer gibt es da jetzt auch einen ersten Tales of the Jedi Trailer mit viel zu Ahsokas Kindheit und Dookus Vergangenheit bei den Jedi. Das Ganze sieht ziemlich krass aus. Eins der interessantesten Dinge ist da allerdings, dass Dooku sich mit Yaddle irgendwann scheinbar duelliert. Jetzt könnte das Ganze einfach ein Übungsduell zwischen zwei Jedi sein. Im Stream, den ich gestern auf Star Wars Basis zu den News gemacht habe, ist einigen von euch aber aufgefallen, dass der Ort, an dem das Duell passiert ist, einem ganz bestimmten Ort ähnlich sieht. Am Ende von Episode 2 treffen sich nämlich Dooku und Palpatine in einem Geheimversteck auf Coruscant, im sogenannten Coruscant-Turm. Und der Ort mit dem Duell sieht dem Ganzen schon sehr, sehr ähnlich. Sollte Yaddle hier den geheimen Treffpunkt Palpatines ausfindig gemacht haben und damit Palpatines Geheimnis als Sith Lord zu nahe kommen, dürfte das definitiv kein Trainingsduell sein. Was meint ihr? Könnte da was dran sein? Schreibt's unten in die Kommentare. Für eine kurze Zusammenfassung der News der letzten Tage und eine Analyse des Mandalorian Staffel 3 Trailers schaut mal hier in das Video rein.